Endlich wieder ein gutes Pokémon. Oder etwa nicht. Vor rund einer Woche ist Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle für die Nintendo Switch erschienen. Die Remakes der, ohne Frage, besten Generation. Aber lohnen sich die Remakes? Konnte Entwicklerstudio Ilka den Geist der vierten Generation gut einfangen oder solltest du doch lieber deine Hände von den beiden neuesten Pokémon-Ablegern lassen? Darum geht es in diesem Video. Die Pokémon-Reihe geht ja quasi Hand in Hand damit, dass es 10 Spieler, aber auch immer 20 Meinungen zu den jeweiligen Releases gibt. Ich für meinen Teil habe die vierte Generation geliebt. Es war mein Wiedereinstieg in die Welt von Pikachu und Co. Die damaligen Neuerungen haben mich so sehr überzeugt, dass ich am Ende sogar alle drei Varianten bei mir stehen hatte. Diamant, Perl und dann schließlich Platin. Dementsprechend groß war natürlich meine Freude, als die Remakes angekündigt worden sind. Zumindest nachdem ich den ersten Schock über die Grafik überwunden hatte. Aber fangen wir mal am Anfang an. Es ist halt Pokémon, das muss ich jetzt wohl niemandem mehr erklären, oder? Zu Beginn des Spiels sucht ihr euch einen von drei Startern aus, zieht los, um der beste Trainer aller Zeiten zu werden und rettet ganz nebenbei halt noch die Welt vor irgendeinem irren Team aus Bösenwichten. Das war schon immer und ist die Kernessenz von Pokémon und da es sich hier jetzt um Remakes handelt, wurde die Formel jetzt auch nicht unbedingt neu erfunden. Aber funktioniert dieses Prinzip denn jetzt überhaupt noch? In meinen Augen ja, sogar sehr gut, sofern man weiß, auf was man sich da jetzt eigentlich einlässt. Die Remakes erfinden Pokémon Diamant und Perl jetzt natürlich nicht neu. Also es sind immer noch dieselben Personen, auf die man trifft, es sind dieselben Pokémon, die man fangen kann. Die Musik wurde natürlich überarbeitet, aber was am interessantesten ist, es ist sogar dieselbe Karte. Genau wie damals finden wir uns hier quasi auf einem Gittermuster wieder, wie eben auch in den Originalteilen. Nur können wir uns jetzt nicht nur mit dem Steuerkreuz bewegen, sondern auch mit dem Analogstick, was manchmal ein kleines bisschen zu Fortbewegungsproblemen kommen könnte, aber sobald man sich daran gewöhnt hat, geht das eigentlich klar. All in all ist es mit einigen Neuerungen aber eine ziemlich ähnliche Spielerfahrung wie vor mittlerweile 13 Jahren, nur eben in einem komplett neuen Look. Klar, der Chibi-Look kann vielleicht ein wenig abschrecken und ja, auch ich hätte mir tatsächlich gewünscht, irgendwas im Stil von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli zu bekommen. Und wenn der Grafikstil jetzt Grund genug für dich ist, das Spiel nicht anzurühren, you do you, aber in meinen Augen tut der Look dem Spiel gar nicht so sehr weh. In meinen 10 Stunden, die ich bisher im Spiel verbracht habe, fühle ich mich sehr stark in die Zeit von 2008 zurückversetzt, in der ich zum allerersten Mal Panflam in den Kampf geschickt habe, nur halt jetzt mit viel modernerem Gameplay. Und damit hat das Remake für mich auch schon den ersten Test bestanden, den ein Remake bestehen muss. Es belebt das Spielgefühl von damals auf jeden Fall wieder. Falls ihr also die Originaltitel selbst gespielt habt und auch mochtet, dann werdet ihr auch ohne Frage mit den Remakes euren Spaß haben. Und auch Neuansteiger werden sich, denke ich, sehr schnell mit diesem Teil anfreunden können. Die Story ist in meinen Augen genauso gut wie vor 13 Jahren auch schon, so gut wie eine Story von Pokémon halt sein kann. Wirklich tiefgründig waren die jetzt noch nie. Die Sinnoh-Region und die Musik hat mich sofort wieder in ihren Bann gezogen. An die Grafik hat man sich, finde ich, sehr schnell gewöhnt und ehe man sich versieht, sitzt man dann auf der Couch und hat seit dem Desaster von Schwert und Schild endlich mal wieder ein gutes Pokémon auf der Nintendo Switch. Warum sind es eigentlich immer die Remakes, die gut funktionieren und nicht die Haupttitel? Wie gesagt, das Spiel erfindet die Pokémon-Formel jetzt nicht neu, hat aber trotzdem die ein oder andere Neuerung eingebaut, die es damals nicht gab. So könnt ihr euren Charakter jetzt zum Beispiel mit neuen Kleidungsstücken individualisieren, was natürlich nur in den Kämpfen wirklich auffällt, denn da wird der Chibi-Look quasi ausgeschaltet und wir sehen ein Charaktermodell mit richtigen Proportionen. Nach wie vor gibt es auch noch den Platz der Treue in Herzhofen, auf dem ihr dann mit ausgewählten Pokémon spazieren gehen könnt. Neu ist jetzt aber die Möglichkeit, dass ihr euer Pokémon auch außerhalb des Parks als Begleiter auswählen und es dann halt draußen hinter euch her laufen lassen könnt. Das ist jetzt natürlich kein riesiges, spielentscheidendes Feature, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in einem Pokémon-Spiel erwähnt werden muss, wenn das möglich ist. Die größte Neuerung in den Remakes ist der komplett überarbeitete Untergrund. Den habe ich schon in den Originalteilen geliebt und auch hier verbringe ich sehr gerne sehr viel Zeit mit dem Graben nach Schätzen. Falls ihr jetzt überhaupt gar keine Ahnung habt, wovon ich rede. Der Untergrund ist ein Höhlensystem, welches sich durch ganz Sinnoh zieht. Ihr bekommt relativ früh im Spiel die Möglichkeit, ihn zu betreten und könnt von da an immer, wann ihr wollt, in den Wänden nach verschiedenen Items graben oder ihn einfach erkunden.
In den Wänden verstecken sich nämlich Items wie Beleber, Top-Beleber oder Herzschuppen, aber auch die Evolutionssteine für Evoli sowie verschiedene Fossilien könnt ihr hier finden. Weiterhin könnt ihr verschiedene Sphären ausbuddeln, die ihr dann bei NPCs im Untergrund gegen TMs und andere Untergrund-Items eintauschen könnt. Neu sind die Truhen, die ihr jetzt auch ausbuddeln könnt, in welchen sich Pokémon-Statuen verbergen, die ihr dann in eurer Geheimbasis aufstellen könnt. Die sind dort aber nicht nur Deko, sondern haben einen bestimmten Effekt auf eine sehr schöne Neuerung in dieser Version. Im Untergrund gibt es jetzt nämlich zusätzlich noch sogenannte Pokémon-Unterschlüpfe, in denen es wilde Pokémon gibt. Und einige Exemplare der Sinnoh-Region können ausschließlich hier angetroffen werden. Stellt ihr jetzt so eine Statue in eurer Geheimbasis auf, spawnen vermehrt Pokémon des Typen, welche die Statue darstellt. Für Pikachu ist es dann zum Beispiel Elektro oder ja halt für ein Feuer-Pokémon spawnen dann mehr Feuer-Pokémon. Der Untergrund ist jetzt wieder, genau wie damals, eine super angenehme Nebenbeschäftigung, um zu grinden und einfach seine Zeit ein bisschen zu verplempern, da man dort jetzt ja auch Pokémon antreffen kann, gegen sie kämpfen kann und sie natürlich auch fangen kann. So viel Spaß ich auch bisher mit dem Spiel hatte, gibt es aber dennoch einen Kritikpunkt, den ich habe und den ich auch bei anderen nachvollziehen kann, wenn ich ihn höre. Es ist zu einfach. Gut, das ist bei Pokémon aktuell auch wirklich nichts Neues mehr. Immerhin sind die Spiele über die letzten Jahre jetzt nicht wirklich schwerer geworden. Das liegt unter anderem an dem EP-Teiler. Bereits vor einigen Jahren bekam dieser ja quasi ein Upgrade, sodass man die Erfahrungspunkte nicht mehr nur noch mit einem anderen Pokémon im Team teilen konnte, sondern mit seinem gesamten Team. In Strahlender Diamant und Leuchtende Perle geht es jetzt noch ein Stück weiter, denn dort habt ihr den von Anfang an dabei und könnt ihn halt nicht ausschalten, was unausweichlich dazu führt, dass sich euch niemand mehr in den Weg stellen kann. Also prinzipiell ist es ja ein cooles Feature, welches das Hochleveln deutlich angenehmer macht. Ich hätte es aber deutlich sinnvoller gefunden, wenn man den zum Beispiel erst nach Abschluss der Pokémon-Liga bekommt oder halt erst irgendwo in der Mitte des Spiels. Da, wo es dann wirklich darum geht, dass man sein Team schnell hochleveln muss. Ich bin zum Beispiel jemand, der halt schon bei seinem ersten Durchgang versucht, den Pokédex so voll wie möglich zu bekommen. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit auf den Routen und versuche dann erst weiterzugehen, wenn ich alle dort herumwuselnden Viecher eingefangen habe. Damit geht aber automatisch einher, dass mein gesamtes Team levelt und levelt und levelt und ich dann in der nächsten Arena einfach alles wegklatsche, ohne meinen ersten Platz überhaupt auswechseln zu müssen. Ich würde es dementsprechend echt begrüßen, wenn Game Freak mal dafür sorgen würde, dass wir, keine Ahnung, einen veränderbaren Schwierigkeitsgrad bekommen würden. Weiterhin gibt es wohl einige Glitches und Bugs in dem Spiel, die habe ich bisher aber nur in Videoform gesehen und bisher keine selbst davon erlebt beim normalen Durchspielen. Deswegen kann ich da nicht allzu viel sagen, außer dass ich davon bisher nicht betroffen war. Ganz generell würde ich mich aber auch über mehr Abwechslung freuen, ganz besonders mit Blick auf die feindlichen Trainer und Arenaleiter. Gebt ihnen halt nicht immer nur die Pokémon, die wir auch schon fangen können, sondern vielleicht jene, die wir erst nach Abschluss der Pokémon-Liga mit Erhalt des Nationaldexes freischalten. Baut einfach mal mehr Variation ein. Es ist halt schon irgendwie ermüdend, bei jedem Rüpel des feindlichen Teams zu wissen, welche Pokémon er jetzt dabei hat. Keine Ahnung, wechselt da doch einfach mal ein bisschen durch. Also gebt dem Schurkenteam von mir aus einen Signature-Pokémon. Aber irgendwann schlaucht es dann doch sehr stark, wenn man 5 Galaktik-Rüpel wegboxt und jeder von ihnen einen Zubat, einen Skunkapu und einen Charmian dabei hat. Aber das sind eigentlich Punkte für ein anderes Video und gar nicht spezifisch die Probleme der Remakes. Würde ich diese also letztendlich jetzt empfehlen? Definitiv würde ich es empfehlen. Da Schwert und Schild mich nicht wirklich abgeholt haben und die Let's Go-Teile kein klassisches Pokémon darstellen, bin ich absolut dankbar dafür, endlich ein gutes Pokémon-Erlebnis auf meiner Switch zu haben. Allerdings würde ich nicht sagen, dass die 60€ ein gerechtfertigter Preis sind. Die Cartridge-Versionen kosten so im Schnitt 10€ weniger. Falls ihr sie also bei Amazon und Co. für, weiß ich nicht, zwischen 40 und 50€ sehen solltet und ihr das Spiel eh haben möchtet, dann könnt ihr da guten Gewissens zuschlagen. Ich hatte in meinen bisher 10 Spielstunden eine Menge Spaß und kann es auch nicht erwarten, endlich weiterzuspielen. Falls du mir übrigens dabei zusehen willst, dann schau doch mal in der Videobeschreibung vorbei, denn ich streame mein gesamtes Erlebnis der Remakes auf Twitch und freue mich immer über jeden neuen Zuschauer. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die Remakes schon gespielt? Und falls ja, wie war denn euer Erlebnis bisher? Haut mir das gerne mal in die Kommentare und ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Vielleicht also bis zum nächsten Stream oder spätestens bis zum nächsten Video. Tschüss!